Für welche Werte der reellen Parameter t und q hat das Polynom x² plus px plus q zwei verschiedene reelle Nullstellen x1 und x2, so dass x1 das Doppelte von x2 ist und dass x1² plus x2² 45 ergibt. Bestimme diese Nullstellen x1 und x2. Wir starten also mit dieser Gleichung zweiten Grades. Wir wissen, dass x1 das Doppelte von x2 ist und dass x1² plus x2² 45 ergibt. Also können wir in dieser Gleichung x1 ersetzen durch 2 mal x2. Und so finden wir, dass 5 mal x2 Quadrat 45 ergibt, also ist x2 Quadrat 9. Und demzufolge muss x2 plus oder minus 3 sein. Wir haben also zwei Fälle. Beginnen wir mit dem Fall x2 gleich 3. Wir wissen, dass x1 das Doppelte von x2 ist, woraus wir also schließen, dass x1 6 sein muss. Und demzufolge, im ersten Fall enthält die Lösungsmenge die zwei Zahlen 6 und 3. Und in diesem Fall, wo die Lösungen 6 und 3 sind, ist die Summe der Lösungen 9. Durch die Formel von Vieta erkennen wir in der Anfangsgleichung, dass die Summe der zwei Lösungen minus p sein muss und demzufolge ist minus p gleich 9, das heißt p gleich minus 9. Das Produkt der beiden Lösungen ist 18. Durch die Formel von Vieta sehen wir in der Gleichung, dass das Produkt der beiden Lösungen q sein muss. Also, demzufolge muss q gleich 18 sein. Also, in diesem Fall haben wir diese Lösungsmenge und q gleich 18 und p gleich minus 9. Jetzt der zweite Fall, wo x2 minus 3 ist. X1 ist immer noch das Doppelte von x2, demzufolge gilt also, dass x1 minus 6 ist. Und somit haben wir die Lösungsmenge in dem zweiten Fall gefunden. Die zwei Lösungen sind minus 6 und minus 3. Die Summe der zwei Lösungen beträgt also minus 9. Durch die Formeln von Vieta wissen wir aber, dass die Summe der zwei Lösungen minus p sein muss und demzufolge ist minus p gleich minus 9, also muss p 9 sein. Das Produkt der beiden Lösungen ergibt 18. Durch die Formel von Vieta wissen wir aber, das Produkt der beiden Lösungen, das ist diese Zahl q. Demzufolge muss q gleich 18 sein. Also in diesem zweiten Fall gilt p gleich 9 und q gleich 18.